Witzigerweise ist es ja so, dass auf meinem Kanal er mich immer richtig nass gemacht hat. Die Leute schreiben auf meinem Kanal, hahaha, lol, XD. Nächstes Mal lieber Training mit Platz 1 der Rangliste. Und Ja. auf seinem, also auf dem Kanal von PietSmiet, mache ich ihn fertig. Und da schreiben die Leute, OMG, so unfair, er trainiert übel hart, bla bla bla. Bram hat gar keine Chance mehr. Ja, mies. Ich hab seitdem nicht mehr gezockt. Ich habe mir überlegt, vielleicht spielen wir einfach 2v2 und währenddessen, also muss ja nicht ranked sein, und Ja. währenddessen schaust du ein bisschen, was ich mache und machst so Tipps while doing, so, also ja, Ja. quasi. Ich mach mal auf. Ja. Oder machst du auf, du bist ja mehr drin. Ich heiße jetzt. Was ist denn dir so generell also du hast wahrscheinlich die Matches kritisch verfolgt. Was ist dir denn so ganz Grundlegendes aufgefallen, wo du sagst, Junge, das war nicht so smart? Also was ich gesehen habe, war halt irgendwie vom Ding her, also die Stabilität, das finde ich halt ultra nice, dass das jetzt läuft. Das ist Ja. halt schon mal ein riesen Ich glaube, ich Bonus. So, versteife mich zu sehr drauf. das glaube ich auch, ja. Und es tut mir auch leid, weil ich habe, das ist auch saudumm, das haben die Leute auch gesagt und da haben sie absolut recht. So, warum erkläre ich dir nichts, was jetzt genau mit Waffen und so und Türen und das alles, aber sag dir, wie du deine Base stabiler baust. So. Gut, Aber ich habe explizit nach richtig krassen Tricks gefragt. Vielleicht ja, waren das genau. halt schon die advancedsten Tricks. Aber Genau, das. ja. Ich würde halt sagen, jetzt machen wir mal sowas wie. Also, was mir aufgefallen ist halt, bei beiden war halt die Zeit jetzt, wo ihr halt eure schweren Waffen und so rausgebracht habt. Da glaube ich, können wir auf jeden Fall noch richtig was machen. Wenn Okay, ich dir halt also so sage, so Mid-Game. ungefähr. Genau, wenn du sagst, so eigentlich ist das Late Game, aber für dich ist das noch Mid Game, weil du da schon die schweren Waffen rausballerst und er es halt noch irgendwas mit Mörser macht oder so. Okay. Weil, warte mal, ich lade ihn mal ein. Genau, lad mich mal ein. Ich gucke mir gerade auch das letzte Video noch mal so ein bisschen, also ich mache das so nebenbei mal auf. Okay. Ja, also viele haben auch kritisiert, dass ich mich da runtergebaut habe beim letzten Video. War es das letzte Video? Ja, genau. Und dann habe ich mich halt natürlich angreifbarer gemacht an dieser Stelle. Aber ich glaube, hätte ich das besser strukturiert oder so, dann wäre das tatsächlich ein ziemlicher Vorteil geworden, einfach weil ich dadurch mehr Ressourcen hatte. Ja, ist es auch. Er hat halt Und diese Ressourcen nicht genutzt, er hat die einfach liegen lassen ganz lange. das stimmt, ja. Das ist eigentlich ein Vorteil. Das Aber ist halt auch. ja, war vielleicht zu wackelig und zu. Da fehlt mir die Erfahrung, glaube ich, wie ich da ordentlich hinbaue und das dann Ja, auf das die ist ganz Position wichtig. halte. Ja. Das ist auch ein bisschen schwierig, so beizubringen. Aber, War ich mit Team 1, oder? ja. Jetzt wird zerlegt. So, Was wird denn eigentlich, ja, warte, soll ich eigentlich, ja, ist egal, jetzt mit Rang und so. Ich habe jetzt meinen Rang deaktiviert, weil sonst wird man halt normalerweise aus Lobbys geworfen oder so. Ist ein bisschen Oh. belastend. So. Aber interessant, dass man sie dann ausmachen kann. Das ist ja dann wie Smurfen mit dem gleichen Account. Hab jetzt geübt. Hi, Moinsen. Ja, hab Aber jetzt das ist geübt. halt echt krass, so nach dem Video. Es kennt mich halt jeder gefühlt, der Deutsch ist und dieses Spiel spielt. Und nach dem Video, jetzt sind über die Hälfte der Lobbys sind deutsch und viel mehr Ranglistenspiele und so. Das hat richtig, Nice, ey, Alter, freut mich hat richtig. alles geboostet. So Ja, so nice. kleine Spiele zu füllen, das habe ich drauf. Ja, ich Oh finde es Mann. halt nice, weil man merkt dann halt, dass es ansteckend ist, die Begeisterung für Videospiele allgemein, für die Ja. bestimmten, gerade diese kompetitiven, richtig rein. Ja. Okay, ich bin wahrscheinlich wieder ein bisschen eingerostet. Ich habe jetzt seitdem nicht mehr gezockt tatsächlich. Oder doch ein bisschen, aber auch schon wieder was. Ja, Ja. Lass uns schauen starten wir gerne. halt. Jo. Ach so, Geizhals. Ja, doch, war richtig. Okay, Ja, Abfahrt. Geizhals. Also wir zocken einfach drauf los. Versuchen Genau, die ja. nass zu machen. Ich würde ein bisschen sagen noch, was du am Anfang. Okay, du bist oben. Ja. Das heißt, ich würde als erstes mal genau eine Mine bauen. Das ist doch solide. So, dann würde ich hier einen hochgehen. Wahrscheinlich so.
Genau, ja. Ich kann dir das dann später nochmal zeigen. Das finde ich tatsächlich relativ wichtig. Dann machst du aus diesem einen Block über dem Kern, weil der ein bisschen klobig ist und so. Und ja, da kannst du dann zwei draus machen und dann kannst du da auch zwei Windturbinen reinstellen. Ach so, aus dem großen, den ich jetzt gemacht habe, kann man eigentlich zwei machen und zwei Genau, ja. Winterbüturbinen-Slots quasi haben. Okay. Ja. Bisschen wackelige Angelegenheit hier. Mashallah. So, da würde ich jetzt hier Stützen bauen, weil es sehr wackelt bei mir. Ja, genau, ein bisschen in die Breite gehen. Jo. So, dann kann ich hier noch eine Windturbine reinbauen. Dann habe ich zwei. So, jetzt kann ich noch eine Mine bauen. Setze ich. Und so langsam wird es, also ich würde sagen, so vor allem mit Geizhals wird es nach der ersten Mine schon Zeit, dass du halt so die Technologie platzierst. Also ich meine, jetzt ist ja egal, so gerade im 2 gegen 2, aber so 1 gegen 1, so schauen normalerweise erste Mine unten direkt die Technologie. Aha, okay. Welche? Je nachdem, Das worauf ich gehen will, ja. Also jetzt ist nicht eigentlich egal, ja. Optimierungszentrum, sondern Nee, ja. genau. Dass du halt auch später dann die Möglichkeit hast, wenn du halt im Early Game sagst, du willst jetzt Druck machen Ja. mit EMP-Raketen oder Mörser oder was auch immer, dass du dann immer noch die Möglichkeit hast, dass du schwere Technologie aufbauen kannst. Da, wo ich es jetzt platziert habe, ist wahrscheinlich nicht so gut. Hätte ich weiter nach links machen sollen, weil da habe ich jetzt nicht so einen guten Gang für eine potenzielle Waffe, wa? Ja, ich finde, das passt. Ich stelle Okay. meine Waffen immer oben aufs Fort. Okay. Und das ist auch noch, also wenn du jetzt sagst, du willst unbedingt schwere Waffen machen und nur schwere Waffen, mache ich auch ganz oft, dann kannst du auch einfach, also du musst halt immer schauen, wie sich das lohnt. Du kannst es zum Beispiel mit Geizhals rechtfertigen, dass du sagst, du baust direkt als erstes die Technologie, gar keine Mine davor, und dann direkt zwei Windturbinen und dann verkaufst du das Metall vom Kern und so. Und dann am Ende, wenn du die schwere Technologie platziert hast, dann kannst du die erste wieder verkaufen und davon die Minen bauen. So. Das ist halt, gerade mit Geizhals ist es halt schön, weil der eben diesen vollen Retake hat wieder Ja, für Sachen, mit die dem du ausgegeben Verkaufen. hast. Das ist Okay. genau, ja. Okay. Baue ich jetzt Technologie für schwere Waffen? Ja, ne? Okay, das nächste Step. Gut. Pack ich mal hier Was hin. hat dir denn genau vom Aimen her, was hat dir da besser gefallen? Laser oder Mit Laser habe ich eher. sehr oft. Also, wenn man mit dem Laser nicht trifft, fühlt es sich schlimmer an, als wenn man mit einer Kanone nicht trifft, habe ich das Gefühl. Weil beim Laser brauchst du halt viel mehr Energie, ist mein Eindruck. Ja, ne? Zum Schießen. Und kann auch reflektiert werden, das heißt, kann auch richtig nach hinten losgehen. Also, ich bin eher ein Fan von einer Kanone. Habe aber in der letzten Zeit tatsächlich doch eher trotzdem Laser gespielt. Holz, na gut, egal. Ja, ich würde sagen, Kanone auf jeden Fall die beste Wahl. Okay. Vielleicht sogar, wenn ihr beide gegeneinander spielt. Ich denke mir halt, sowas wie Snipen oder so, Map Control, das ist bei euch noch nicht so ausgeprägt. Nee. Ja. Aber dann auch sowas wie 20 mm oder so. Weil halt einfach alle Waffen, die richtig Schaden machen. Und auch versuchen mit deinen Waffen, wenn du jetzt zum Beispiel bei der oberen Basis da jetzt, das finde ich auch immer gut im 2v2, ich kann dir das jetzt zeigen an der Basis. So, der hat richtig, richtig krasses Wood Bracing vor seinem Fort so. Wood Bracing heißt? Achso, er hat Holz Genau, gespammt. also Jo, ich seh's. so Holz gespammt, ja, Beide genau. aber, holy shit. Ja, Alter, aber da kommen wir die sind ja durch. total behind jetzt, oder? Ah, nee. Weil Das das ist. kostet doch richtig Ressourcen, oder? Genau, aber die haben das, glaube ich, schon relativ spät erst gemacht. Also, jetzt ist Okay. ja schon Okay. so eine Richtlinie ungefähr, wenn du alles perfekt machst, und so muss es ja nicht sein, dann ist deine Kanone 4 Minuten 30 fertig. So. Okay. Aber das ist Mache halt ich mit das jetzt? Geizhals und Sachen verkaufen und so. Ja. Mache ich das jetzt oben bei meiner Kanone richtig oder ist es zu obvious, was hier passiert für die beiden? Warte, schau dir mal die Türen an. Bei mir unten, ich schau mal vor die Ja. eine Haube. Ich würde die Türen immer so bauen. Also drei so quasi Und vorne Brett. und vorne Brett, damit der nicht sieht, wann deine Türen aufgehen, damit Ja, das mit vielleicht dem hat es noch keiner Doorsnipen gar gesehen. nicht. Ich mache das weg. Ich habe jetzt auch jetzt das Add-on quasi geholt. Ah, nice, ja, Moonshot, das ist echt cool. Ich habe jetzt drei Windturbinen, reicht das? Ach, du hast sie geupgradet. Junge, ich bin Und drin. no! No!
Okay, warte. Alter, du hast der Gerät unten, ey. Holy shit. Ja, die sind, Alter, das ist halt eine Maschine. Ich weiß jetzt schon, also, warte mal. Dem Videotitel, da wird einfach Tour und Tour in Anführungszeichen stehen. Nee, Mann. Oh mein gewinnen als Gott! Das ist halt richtig krank. Und vor allem gegen. Das ist ja auch wieder so. In Forts gibt es ja immer diese Counter halt. So, das hilft halt gegen Wood Bracing und Laserhelfen gegen ich Metall und so. Ja. Und die Teile sind halt ultra gut, wenn der Gegner viel Brace. Gegen Metall sind die nicht viel besser als Kanonen. Mhm. Aber. Nachgeladen? Los. Ist die zweite auch gleich fertig? Willst du mit beiden gleichzeitig schießen, ne? Damit du einen finishen kannst. Der ist jetzt wahrscheinlich dann. Ja. Oh, schönes Ding. So. Das Witzige ist, ich habe diese Waffe noch nie gesehen vorher. Oh, weil gerade. Ich glaube, ich habe. Ja, Bram hat die nie gebaut. Ich hatte das DLC nicht. Ist ja eine DLC-Waffe, ne? Geht nur dann in der DLC-Lobby, ja. Alter, ist ja Fürchtergerät. Maschine. Wie der nachlädt. Der. Kriegt mal richtig Angst, bin ich ehrlich. Okay. Können wir uns gleich das Replay angucken, ja, oder? Ja. Lass das mal machen. Ich glaube, das ist das Beste für mich. Replay ist richtig gut, ja. Ich hätte auch, maybe, wenn du da Bock drauf hast. Dann könntest du, ja, obwohl ich weiß nicht, ob man da, weil es halt dann vielleicht Cheating wäre ein bisschen oder so, aber halt irgendwie, wenn du ein 1 gegen 1 machst, ich fände halt Ranked am besten, weil das dann, ja, weil es dann halt ja, ich verstehe. Competitive ist. Ja, und weil es auch Leute auf meinem Niveau dann erstmal auch sind. Das, oh, also so wird man nicht Platz 1, bin ich ehrlich. Ja, ich bin auch abgerutscht, bin ich ehrlich, jetzt zur Zeit Platz 5. Ja, dann brauchst du besseres Equipment. Oh, echt? Okay, ich beende hier an dieser Stelle die Aufnahme. Ja, das Problem ist, in Forts ist es halt egal, so wenn du Top 5 bist, bist du Top 5. Ich bin manchmal Erster, manchmal Zweiter, so. Aber mal bist du Platz 1, mal Platz 2, mal Platz 5. Ja, so, es ist halt. Bra. Wieso kann das Ding nur so selten schießen oder braucht es unfassbar viel Energie? Beides, also das lädt halt relativ lang nach. Und es hat einen recht hohen Energieverbrauch. Ja, der ist. Er macht sie einfach alleine. wie schreibe ich YT? Das Spiel hat nie ranked. YT? Ja, sorry, wie ich den Chat also aufmache. Mit welchem Global Taste? Chat. Achso, ja, mit Übertab, das. Caps. Komische. Achso. Ja. Lol. Hi. Ich war auch dabei. GG. Okay. Dann sofortiges Replay. Zack. Ich mach Bildschirmübertragung für dich. Ich kann ja so ein bisschen meine Gedanken schildern. Also hier denke ich mir, ich will über meinem Kern Platz haben, um eine Waffe zu platzieren. Ein Sniper beispielsweise. Deswegen muss es nicht so hoch sein. Und da drüber will ich dann durchlässiges Holz platzieren, was sehr hoch ist, wo dann quasi meine Windturbinenreihe hinkommt, nach rechts und links. Das ist genauso, wie ich das auch bauen würde. Vom Maschallah. Schichtaufbau jetzt her. So, ja. So, und du meintest aber, das ist zu breit, da kann man zwei Blöcke draus machen. Ach ja, das hattest du mir sogar beigebracht. Ich bin so dumm. Ja, genau. Ja. Ja, kein Stress, Alter. Wie oft spielst du das denn? Also. Jeden Tag. Jetzt habe ich Screenshot. Okay. Ja, stimmt. Geil. Dann mach ich das schon direkt beim nächsten Mal besser und brauchst mir gar nicht erklären. So, jetzt sehr wackelig. Das merke ich. Krieg ich Panik. Ja. Ich bin nicht mehr ich selbst. Und dann baue ich unten schnell in die Breite. Jetzt panikst du schon? Wenn nein, das so ein bisschen. War ein Witz. Aber. Ich denke mir gerade. Aber, okay. Ist es jetzt übertrieben, dass ich da so viel. Ja, das ist. Also, ich würde sagen, am Anfang. Früher oder später braucht man es eh, ne? Ja, aber das ist eben wie bei den Gegnern, wo du gesagt hast, die sind jetzt ultra behind.
Und so ist es halt am Anfang, wenn du, also alles, was du am Anfang baust, halt anstatt von Minen oder Technologie, das zahlt sich halt dann richtig aus. Am Schluss hast du so viel Zeit und Ressourcen, dass du das noch stabiler baust. Ich würde wirklich am Anfang sagen, erstmal, wenn du das so baust, wie ich dir das beim letzten Mal gezeigt habe, mit das Vorn vom Kern verkaufen und so, dann ist es auch sicherer als jetzt. Sondern wackelt es weniger und die Technologie ist schneller draußen. Und dann kannst du dich auch viel besser am Schluss dann darauf fokussieren, das zu verstärken wieder. Du meinst mit dem Verkaufen durch den Commander Geizhals, den ich ja habe, ich kann mich übrigens hier jetzt mal so machen, dass man quasi beim, du siehst ja auch meine Maus, ne? Dass man Ja. beim Generator diese Metallschichten abbaut, richtig? Beziehungsweise Ja. oder ersetzt mit Holz. Weil wenn ich es ja abbaue, dann wird das ja brüchig, oder? Alter. ja, die fragen mich halt jetzt alle. Ich habe schon so 10 neue Discord-Freunde oder so, die alle Tipps wollen. Okay, ja, also ich würde sagen, wenn das halt fester Bestandteil von deinem Fort ist, wenn jetzt sagen so vor dem Gunner die Tür oder so, die muss jetzt kurz weg im Early Game, wo eh noch keine Waffen draußen sind, damit du halt schnell was bauen kannst, dann würde ich da einfach Holz drüber ziehen. Ja. Damit, Und wenn ich hier Holz drüber damit. ziehe, kriege ich auch trotzdem die Ressourcen zurück, ne? Genau, also du zahlst dann quasi das Holz und kriegst das von der Tür. Nice, okay. Da war ich immer so ein bisschen, habe ich jetzt nur Kost? Okay. So, und hier, sorry, ich habe es wieder vergessen, Alter. Ich habe Alzheimer, ich bin schon ein bisschen älter. Ja, gar Ich kein Ding. ersetze die Metallstreben für Holz. Du meinst eben gerade, so wie ich dir das gezeigt habe, dann ist das da auch sicherer. Ja, das Okay, können aber wir wie? gern Okay, dann zeig mir machen. das Also, einfach gleich. ja, Oder genau. hast du das vielleicht gemacht? Nee, ist auch egal. Nee, bei der Okay, ich lasse Place ist einfach das mal wichtig. weiterlaufen. Okay, also mit Geizhals sagst du, gibt es hier auf jeden Fall eine Mechanik, die man am Anfang easy immer machen kann, immer, wo man das ein bisschen umstrukturiert und dann ein paar Ressourcen durchbekommt. Und das sicherer wird. Richtig? Okay. So, ist das alles nötig? Das da hinten jetzt? Nee, das ist Das ist nicht nötig, weil du komplett ja, weil chill. du. Ja, es ist jetzt nicht schlimm, aber es sind Kannst halt ruhig immer hart wieder sein, ein paar ja. Ressourcen so. Okay. So. Das heißt, ich habe jetzt alle Minen. Du warst viel schneller. Bei dir steht die letzte Mine schon. Du baust jetzt das letzte Wind. Die dritte Windturbine. Ich habe die noch nicht. Jetzt baue ich sie, okay. Hätte auch ein bisschen eher kommen können, hätte ich das hier nicht alles gemacht. So, Ja. hier habe ich mir überlegt, theoretisch könnte der weiter nach links gesetzt worden sein. Hätte ein bisschen rausgeragt, hätte mich ein bisschen exposed, aber ist ja, glaube ich, nicht schlimm. Zumindest nicht auf meiner Elo. Ja. Weil dann hätte ich hier noch so ein bisschen Platz gehabt für einen Sniper oder so später. War mein Gedanke so. Also da war ich mir nicht ganz sicher. Ja, das ist an sich ein guter Gedanke. Aber die Tech ist eh meistens, am Schluss wird die dann meistens da stehen, wo sie gerade steht, weil du ja versuchst, die Base am Anfang möglichst schlank zu halten, um Ja. Ressourcen zu sparen Ja. und die Technologie möglichst schnell zu platzieren. Ich könnte dir da mal einfach auch einen Rush zeigen. Nicht, dass du den jetzt Also ein genauso Hobbizenrush, kopierst. das fand ich schon schmackhaft. Oh, nice. Ja. Ist, glaube ich, manchmal auch ein bisschen ein Overkill, weil die, ja, die scheppern schon ordentlich. Da, Kanonen oder so, das reicht ja. Das Okay. sind, die meisten So. Bases sind so instabil. Jetzt bin ich ein bisschen gebrandmarkt von Bram, weil normalerweise würden sich jetzt schon langsam bald die Schwarmraketen ankündigen. Deswegen habe ich hier jetzt noch einen geplatziert. Ich habe noch nicht den Game Sense, ordentlich irgendwie einschätzen zu können, wann ich meine Defense verstärken sollte und wann nicht. Weil auf der einen Seite jetzt gerade in der Anfangsphase will man ja einfach schnell Tech bauen und seine Base vorbereiten. Aber wenn man dann kalt erwischt wird, ist es ja sofort vorbei. Eben bin ich ja genau deshalb unter anderem gestorben, weil ich hier einfach nicht genug verstärkt Ja. hatte unterm Ja. Kern. Aber können wir gleich nochmal gucken. Also, das kann ich mir das eigentlich sparen oder ist es okay, den hier hinzusetzen? Ja, die würde ich mir. Ich würd auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, immer schauen, was der Gegner macht. Es wird auch mal der Tag kommen, da macht der Brammen keine Schwarmraketen und dann Brauchst du es kannst nicht. du halt dich Aber wenn. richtig auf den Angriff fokussieren, ja, genau, weil du halt die Defense eh nicht So, und brauchst. wenn ich sehe, Bram macht hier oben so schmale Kästen, dann weiß ich, er wird da Mörser platzieren und dann baue Mörser, ich ja, halt genau, dann. oben die MG. Okay. Ja, Ja, genau. true. Ja, ich gucke noch gerade am Anfang sehr, sehr wenig zum Gegner. Ist, glaube ich, aber auch erstmal okayisch, weil man natürlich erstmal die Ja, ja, Basics ja. drin haben sollte Das ist. und sich auf seinen Plan.
Genau, jetzt ziehe ich hier diese extra Streben. Einfach um die Base zu stabilisieren, weil ich gerade eh warte, dass die Tech-Stufe durchgeht. Ist das ein guter Moment? Ja, es klingt nicht überzeugend. Nee, doch. Also ich würde sagen, entweder jetzt oder halt, wenn du die erste Kanone platziert hast. Kommt darauf an, wie schnell halt dein Rush ist und alles. Aber wenn du jetzt sagst, du hast Ressourcen und du solltest halt immer schauen, dass wenn du jetzt unbedingt, was heißt unbedingt, wenn du halt jetzt eine Kanone bauen willst so und darauf planst du halt, dann wäre es nice, wenn deine Lager einfach genau dann, wenn die Technologie fertig ist, voll sind. Und alles, was du mehr hast, das kannst du halt eben genau jetzt schon investieren in Gunner zur Luftverteidigung oder Stabilität und so. So, jetzt bereite ich oben übrigens den Platz für die Kanone vor. Weil das ist auch was mir aufgefallen ist. Ja. Mit dem Kanonenplatz und so. Du baust die irgendwie immer ein bisschen zu niedrig und das bringt dann die ganze Base in Unordnung, weil dann halt so eine Schicht ist, wo du nichts platzieren kannst. Zu niedrig? Und genau, weil jetzt, warte, wenn du die Kanone noch platzierst, höher bauen die sollen? Ja, okay, lass mal laufen. Ein bisschen, weil die kommt dann bald und dann kann man halt auf dem Boden oben nichts mehr platzieren. Sehen wir gleich. Okay, ja, alles cool. Ich kann mal ein bisschen vorspulen, wobei jetzt kommt es wahrscheinlich eh. Ja. Meanwhile bist du schon Hobbyzeit halb fertig, zweite läuft, mashallah. Ach so, auch so eine Sache. Sowas hast du zum Unfaken gebaut, ne? Oder auch einfach so wegen Kern. Weil da würde das ich ist, das ist. Sorry? Ist es eher zum Schutz. Ja, okay. Nee, kein Stress. Okay. Es haben sich auch Leute beschwert, dass du mich so unterbrochen hast, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich will halt Sachen wissen. Sorry. Ja, haben sie aber auch recht. Ja, du bist ja auch hier zum Lernen, so. Da können Miniguns dahinter sein. Da würde ich auf jeden Fall aufpassen ein bisschen. Gerade auf verschiedenen Maps kann ich dir das dann nochmal sagen, wo das dann gefährlich ausschaut und so, wenn das so ist. Aber da ist es jetzt eher zum Schutz. Ich habe jetzt hier die Kanone großzügig nach hinten platziert. Einfach weil ich mir denke, dann ist es ein bisschen schwieriger zu snipen. Vom Winkel her, weil du hast ja auch einen leichten Drop mit dem Sniper. Und gerade wenn es so weit oben ist, er hier unten wird sich sehr schwer tun, die ordentlich zu snipen, denke ich, aus dem Winkel. Fast unmöglich. Und ich könnte potenziell noch einen Sandsack. Okay, da müssen wir gleich nochmal zurückspulen. Ich könnte potenziell noch einen Sandsack davor legen. So. Oder? Ja, das ist tendenziell richtig. Also gegen Snipen ist es auf jeden Fall sehr gut, weil du halt eben mit diesen Winkeln arbeitest. Das Problem ist halt gleichzeitig, dass der Winkel für dich schlechter wird. Und wenn du jetzt mal auf die Top-Base schaust, also vom Gegner oben, es kann sein, dass du gar nicht mehr so hoch kommst bis zu seiner Kanone, weil deine Kanone ja auch einen Drop hat, wenn deine Tore zu weit vorn sind. Also ich würde sagen, so wie er sie platziert hat, ist das echt gut, weil du halt versuchen willst, möglichst nah am Tor zu sein für deinen eigenen Winkel und du willst aber möglichst wenig Splash-Damage auf die Kanone kriegen und so, wenn irgendwas deine Tore trifft. Das kann ich dir auch zeigen, aber ich finde das eben gar nicht so stark, weil gegen Howitzer oder so ist das sofort weg halt. Hat man gemerkt. Und du hast mir auch eigentlich beigebracht, dass lange Streben am stabilsten sind. Hat er jetzt Wovon ist hier liegen da also, wahrscheinlich drunter, ne? Ja. Ja, das ist hier jetzt nicht so wichtig, weil da geht es ja nicht um Druck- oder Zugstabilität vom Vorteil, vom Gewicht, sondern eher um die Resistenz gegen Waffen. Dieser Kanonensound kommt die ganze Zeit. Okay. Das heißt, was hättest du gemacht? Die weiter nach vorne gesetzt oder höher? Die Kanone. Beides. Ich hätte die Kanone weiter nach vorne gesetzt und insgesamt diese Box, wo die Kanone drin ist, genau, für einen besseren Winkel, und die Box, wo die Kanone drin ist, hätte ich ein bisschen höher gemacht, weil du halt dann oben so einen niceen Boden hast, wo du direkt wieder das nächste drauf platzieren kannst. Was meinst du damit? Oben einen niceen Boden? Ja, genau. Also du siehst jetzt hier die Kanone. Ja, die ist hier. Und wo die Kanone ist... Genau, und da ist Hintergrundbewährung über der Kanone. Ja. Weil die Kanone ist ja ein bisschen größer als die Animation manchmal und so. Also da musst du halt schauen. Achso, du meinst, ich hätte es höher ziehen sollen. Genau, damit, weil jetzt könntest du auf der Kanone quasi keine neue Kanone platzieren. Achso, normalerweise dachte, du willst, dass ich noch ein Stockwerk drüber baue, zwei Gänge, und im oberen Gang dann eine Kanone platziere. Ach so, nee. Okay, alles klar. Aber da kommt dann die zweite rein, normalerweise. Okay, ja.
Okay. Ja, und wenn der Gegner so baut und er macht keine Mörser, keine Schwarmraketen, muss ich entweder mit Laser und Kanone rechnen, denke ich mal, oder Haubitze. Ja. Ja. Bedeutet, ich bin so mit meiner Base gerade im One-Shot, wenn er richtig gut trifft. Richtig? Genau. Okay. Das Problem ist, also, wir können uns direkt mal die Struktur anschauen. Ja. Du hast da unten, also ganz unten ist eh verstärkt. Wenn er da jetzt mit einer Kanone diese Stahlstrebe raushaut, ist völlig egal. Das juckt ja. Das Fort gar nicht. Ja. Drüber ist gecrossbraced. Ja. Da sackt es schon sehr nach vorn, aber es müsste, glaube ich, auch noch halten. Ja. Und über hier da, wo der Gunner ist jetzt. Irgendwie, warum auch immer. Ah, okay. Es kann aber sein, dass das schon gecrossbraced ist, nur mit einer Hintergrundbewehrung quasi. Ah. Dann sieht man das nicht da. Ach so, okay, ja. Und da, wo der Gunner jetzt drin ist, da ist nur einfach. Ist hier, die schwächste Stelle, ja. Da trifft er auch rein, glaube ich. Genau. Ja, ich glaube auch. Und das ist, wir können das mal langsamer machen, unten links, und dann schauen, wo er genau reingetroffen hat. Und dann, kann das auch sein, dass das Fort da oben. Ja, genau. Weil da zerstört er noch diese Strebe mit und die eine Querstrebe, die schafft es dann nicht, das aufzuhalten. Holy shit. Okay, das heißt, auf der Map, so wie der obere Spieler startet, sollte er sofort das hier abreißen, den Gunner. Und also nicht sofort, aber er sollte dafür sorgen, dass zu diesem Zeitpunkt des Spiels der Gunner weg ist und hier gecrossbraced ist. Genau, ja. Ich würd sagen, ungefähr 4 Minuten 30 nimmst du dir mal als Ziel so, dass das dann alles erledigt ist. Also keine Ahnung, so 3,5 Minuten oder so, dann schaust du, okay, jetzt langsam wird es mal Zeit, dass ich mein Fort stabilisiere. Kann man sich ingame eine Zeit anzeigen lassen? Ja, mit F8 siehst du oben links dann Spieler und Zeit. Ja, bin ich eine halbe Minute drüber. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal in richtig nice Slow-Mo an, wie die Base zusammenbröselt. Alter Junge, das habe ich noch nie gesehen, wie er hochfliegt. Das ist echt, echt cool animiert alles, ja. Ja. Das ist nice. Okay, und so zerbröselt der Keks. Und er denkt sich da oben nur, Alter, ich wurde gerade gerufen, jetzt geht's hier schon den Bach runter. Ey, aber wortwörtlich. Er fliegt immer noch heftig. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe gesehen bei manchen, es gibt ja Forts-YouTuber richtig, dass die immer, wenn die einen killen mit einem Schuss, dass dann immer so ein Replay kommt mit mega Slow-Mo, mit dem Finisher. Ja, ja. Auch mega das. Okay. Ja, cool. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Game, oder? Was meinst du? Guck mal, ich glaube, die wollen Rematch. Ja, gern. Rematch. Ey, witzig, dass hier. Wir sind noch richtig hier. Normalerweise. Ich glaube, ja, wenn Hand of Blood nicht in der Lobby wäre, dann glaube ich, wären die schon lang weg. Auf jeden aller. Okay, so viel dazu. So, Angriff. Gut, dann. Ich mache mal eine andere Map, da haben wir alle diese Standard. Okay, Bases. Ich hätte es jetzt auch interessant gefunden, nochmal genau das zu versuchen, aber eigentlich hast du recht, wir sollten eine Map okay, machen. Okay, ja. Nö, mach schon. Mach ja, beziehungsweise ruhig. Auf der Map haben wir alle die gleichen Bases, wie du vorhin hattest. Ah, dann kann das ich mich auch, mehr auch eine Sache orientieren, ja. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Ein bisschen was abschauen halt und so. Ich muss echt, ja, Leute ausreden lassen. Voila. Ich bin immer so hyped. Nee, Mann, kein Stress. Hyped. Ja, fühle ich. Bin auch hyped. Geiles Game. Okay, die werden jetzt und ich hab's ja auch erst von dir. Das ist so nice. Das ist halt mind blown. Das haben wir letztes Mal, haben wir das irgendwie angesprochen. Dass du schon, halt ja ursprünglich vor ein paar Jahren angefangen hast mit Forts, weil ich dazu was gebracht habe. Ich schaffe E-Sportler. So, jetzt bin ich schon direkt viel schlauer. Es ist so nice, wie schlau ich bin. Ja, Mann. So. Aber wie mache ich das jetzt, dass es nicht... So, ich würde jetzt... ja, genau, die Verbindung würde ich schon nicht mehr... Weil die jetzt schon an dieses andere anknüpft. Warte, schau mal bei mir. Oder, na, ist schwierig jetzt. Da, dieses Metall, das so ein V bildet halt. Und an dem... Ah, ja, ganz ja. Genau, dieser Punkt ganz rechts muss weg. Ja, ja, ja. Heftig, Digga, heftig.
falsch. Egal. Alles cool. Ich hab's. Okay. Ja, genau, nice. Ich bin jetzt zwar ein bisschen behind, aber dann habe ich mal jetzt auch gemacht. Ja, genau, das ist ja egal. Und je öfter du es machst, wie immer halt, desto schneller geht's und so und dann. Ja, ja, ja. Muscle Memory, die Stars, Pipapo. Genau, genau. Ja, ist immer so ein bisschen wack, ne? Wenn man so eine Szene hier stärkt, aber selber shit bleibt. Na gut. Also, ich meine jetzt mich. So, was machen die Gegner? Ich soll ja drauf achten. Der hat immer noch nicht alle Minen. Kek. So, ach so, ich bin da oben. Richtiges Opfer. So, und Top-Base? Spaß. Was? Spaß, alles Spaß. So. Nee, der ist richtig schlecht. Nee. Ja, ich finde das immer ultra schlimm, wenn Leute in Lobbys über Leute herziehen. Dann sage ich halt, dann gib ihm doch Tipps. Und so, das fuckt mich ultra ab. Also, sehr gut. Fühle ich, wenn man da auch Geduld hat mit schlechteren Spielern und so. Auch wenn du mal irgendwann die Noobs abziehst. Ja, ja, das wird kommen. Einfach mit Bramme nicht so hart sein. Du, ich bin tiefenentspannt mit Bramme. Ja, aber ich würde mich so freuen, wenn ich ihn wegmache auf meinem Kanal. So, ich habe jetzt richtig verstärkt. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel, egal. So, nächstes. Oh, viel zu spät, Digga. Egal, egal, egal. So. Jetzt wird hochgezogen. Nee, warte. Wie mach ich das? Ich mach das richtig smart. Ich mach das. Vielleicht auch nicht. Egal, wir schauen mal. Okay, ja. Ich merke gerade, das ist nicht so gut. Stabilisieren. Okay, jetzt crossbrace ich hier. Scheiße, Uhrzeit anzeigen. Ich habe nur 1,5 Minuten, bis dahin muss ich mal ein bisschen hier, ne? Okay, jetzt langsam ist es an der Zeit, Luft. Oh, Schwarmraketen, Schwarmraketen. Er markiert mich. Wallah. Ja. Einfach verteidigt, Bruder. So. Ja, das ist. Jetzt langsam ist es an der Zeit für verstärkte Base. Mhm. Ja. Und dann auch Luftverteidigung. Ja. Merke ich. Sehr gut. Ach so. Alles entspannt. Alles entspannt. Das verteidigen wir. Ziemlich easy. Du hast die Gunner und ich spam das Wood. Er hat gar keinen Bock mehr, sieht, dass unsere Verteidigung einfach eisern ist. Verbindung unterbrochen? No. Ja, der ist halt jetzt irgendwie rausgegangen. Keine Ahnung, jetzt ist es ein 2v1. Ist halt ein bisschen. Egal, ist vielleicht ganz gut für mich hier, um mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Okay. Ja. Ist er wieder drin? Ah, ist wieder da. Nice, ja, nice, nice. Okay. So, jetzt langsam müsste die Luftverteidigung stehen. Da dürfte nicht allzu viel durchkommen. Ja, schau mal. Ach so, das kostet ultra viel. Okay. Ich habe ein bisschen was verpeilt. Ich wollte eigentlich Haubitze spielen, aber die kostet ja viel mehr Energie. Die, ich habe gar keine Batterien gebaut. Aber dann weiß ich. Für die muss man. Ja. So. Kann ich. Lohnt es, die das Hintergrundholz-Dingens auch zu crossbracen? Ja, ne? Hey, Fokus, feier immer auf den Streamer! Ja, es ist echt so. Nee, ich hab Henry Ford weggemacht. So, aber. So, du kannst weg. Du machst so. Komm mal, schon wieder mit seinen dreckigen. Sag mal, Wind geht ja auch durch Waffen, ne? Ja. Gut, 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 gut. Gar kein Ding, gar kein Ding. Für einen King. Ja, Alter, Alter, baue ich das gut. So. Heftig. Ach, mit dem falschen Holz. Ich bin so ein Bob, der Baumeister. Ich nehme so oft das falsche Holz. Das ist einfach. Das ist ja nicht so stabil, ne? Sollte ich ändern dann. Die Hintergrund. Was? Ja, ja. Reden wir im Replay drüber. Da reden wir später nochmal drüber. Da reden wir nochmal drüber. So irgendwie. So nochmal.
Hab jetzt hier ein bisschen Wood gespammt. Okay. Ja. So, ich habe jetzt super Defense gemacht, weil ich, wenn ich hier Fokus bin, Alter. Okay. Die haben aufgehört mit ihren Drecks. Das geht so aber nicht. Nicht mit meinem Homie. Jetzt wird zurückgeschossen. So. Jetzt sind hier ein paar Sachen rot. Da, da werde ich jetzt mal. Ich brauche Batterien. Sorry, brauch das Batterien. Ist. Alles gut, alles gut. Ja. Das ist mit T, das haben wir glaube ich schon. Mit der Active, gell? Und so, dass du dann. Ah, ja, ja, halt ja, ja, natürlich. Billiger schießt natürlich. Und so. Ja. Okay, jetzt würde ich langsam hier Optimierungscenter, glaube ich, bauen. Ja, genau. Wir haben Replay drüber. Rimmer. Oh, ja. Alles entspannt. Dort wird geschossen. Du hast durchgeballert. Da sind wahrscheinlich alle ja, Dings jetzt hops gegangen, ne? Ne, sind sie nicht. Das hätte man gesehen. Ja, er hat gar nicht so viele Windturbinen. Nur noch ein bisschen wackelig. Dann gehe ich noch einen Tucken in die Breite. So, jetzt gehe ich eine Kammer höher für die zweite Kanone. Wahrscheinlich zu spät. Egal. Besser jetzt als nie. Noch eine Windturbine. Mehr Wind, mehr gut. Das ist wie an der Nordsee. Scheiße. Ja, ja, aber ich habe das hier. Das ist ja, riesige Depp. Einfach wieder nachbauen und dann ist da gar kein Stress. So ist es. Was durch das gesagt hat. Ja, ich sperre mich immer ein bisschen Wut, wenn der da unbedingt so viel. Mhm. Ist auch Holz eigentlich immer spammen anstatt von Metall, weil es halt einfach billiger ist. Aber wenn du eh die Ressourcen hast, dann komm, was soll's. Ja. So, das wäre jetzt Legende, wenn du da. Ich hätte ein bisschen höher, oder? Fast. Ja, hey, hey, ein bisschen höher, aber. Ja. Aber fast. Immerhin. Der ist weg, der Kollege, gleich. Sehr gut. Eieiei. Ei, ei. Ei, das war ein guter Treffer. Geb ich ihm. Mhm. Energieschild. Stimmt, vorne, ne? Bringt das noch was gegen Kanonen? Zumindest so ein bisschen irgendwie? Ja, das. Die Kanonen one-hitten das Energieschild, aber danach ist auch die Kanonenkugel weg. Also. Lol. Okay, schieß mal, ich versuche hinterher zu ballern. Achso. Ich mach mal ein bisschen höher. Ja, können wir es auch mal. Ja, Windturbine weg. So, nämlich, und deswegen bin ich auch eher ein Vertreter des Base Designs. Kanone über den Windturbinen, über dem Sniper. Weil dann halt die Kanone, wenn die wirklich mal gedossen wird, dann ist die halt einfach weit weg vom Geschehen. Und wenn die direkt über deinem Kern ist, genau, dann, sonst bist du halt weg direkt. Ja. Sehr viel hat der Freund hier auch gemacht. So, ich baue jetzt eine Robitze, Alter. Da kenne ich gar nichts. Bitte nur nicht finishen. Bitte noch nicht finishen. Ja, ich lass mir Zeit. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, dem anderen gegenüber, aber ich würde den gerne mal ausprobieren. Nicht böse gemeint, aber. Bei mir ist jetzt echt sehr viel rot und bei dir gar nicht mal so. Aber das ist alles echt vertretbar, also. Okay. Das geht ultra klar. Die Dreiecke vielleicht noch in der Base? Stimmt! Oh. Na, da habe ich jetzt heute. Jetzt. Hä? Ich treffe den Pünüppel nicht jetzt. So. Ich schaue nur, ob der da oben was hat. Gerne, gerne, gönn. Ja. Schwierig. Okay. Dann schieße ich einfach auch mal, weil ich kann. Boah, das war actually gut. Hey, 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 hey. Ja, mit deinem Holz kommst du nicht weit, Junge. Ey, ich meine. Und wenn du jetzt bei der Base siehst, so. Also, das ist wieder ein heißer 1v1-Tipp. Und der hat da unten halt richtig viel Holz. Ja. Ich würde immer für das Holz gehen, wenn du sagst, du hast eine Howitzer und eine Kanone oder so und du kannst den wirklich finishen. Danach ist Ende mit dem Spiel. Aber wenn nicht und du kommst nicht durch das Holz durch, dann würde ich einfach Metall fokussieren, weil ihnen das viel mehr kostet zu reparieren. Bei mir blinkt es jetzt hier rot, aber habe verstanden. Das ist egal. Wenn du das sagst. Ich darf auch auf jeden Fall oben nichts mehr bauen, ey. Oder vielleicht ein bisschen in die Breite gehen, hilft das? Ja, das Problem ist, wenn was blinkt, dann blinkt es schon und dann ist das egal, wie viel du da jetzt Druck wegnimmst, weil das halt immer noch so unter Spannung ist.
Aber du könntest es jetzt einfach mal verkaufen, um zu sehen, wie viel diese Dreiecke da unten bringen. Die Dreiecke verkaufen. Nee, die blinkende Strebe, weil dann balanciert sich das alles wieder aus. Und dann Er müsste bricht dann nicht das. alles zusammen? Nee, 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 nee. Ach so, ich dachte. Ja. Und jetzt kannst du die einfach neu bauen. Und dann ist wieder Okay, Friede. ich hau da jetzt mal einen rein. Scheiße. Der kommt gut. Nee. Richtiges Platz 5 Play. So. Da wird man nur gefrontet. Ja, da hau ich auch noch mal rein. Ja. Wow! Schönes Na! Ding. Die Windturbinen abgeräumt, 1000 Metall Jetzt weg. lad nach, lad nach. Goodness. So, ich werde jetzt großzügig nach unten aimen. Nein, ist mir zu hoch. Scheiße! Alter, bei so einer Haubitze denke ich mir, yo, der hat den übelsten Bullet Drop. Hat er nicht. Dachte ich mir auch immer, ja. Oder, ja, weird. Beziehungsweise denke ich mir manchmal immer noch, ja. Howitzer wirklich schwer zu aimen. Wenn du halt nur Cannons gewohnt bist und so, dann. Genau, das ist noch sowas, wusstest du wahrscheinlich schon, aber Howitzer kann man ja abschießen mit Gunnern und so. Und die gehen da auch drauf und dann schießen die das nieder. T. Es hält ultra viel aus. So, jetzt aber. So, und jetzt mit der Kanone direkt auf die Tür und dann müsste seine. Schön. Oh, schön. Aber gut Ding geaimt. Auch. War perfekt geaimt, ja. So, jetzt kannst du, wenn du willst. Okay. Ach komm. Es ist also der Tipp mit dem Schild gegen Kanone ist für mich tatsächlich mindblowing. Weil ich finde, es ist ultra gut. Weil ich dachte, Schild ist halt ja gegen Laser. Und dann haut da immer jeder mit der Kanone rein. Ist auch einfach asozial. Gut. Schön. Das ist auch sowas, immer, also ich meine, das ist schon ultra gut bei dir, immer einen Sniper parat haben und ich würde auch immer einen normalen Sniper haben, statt einen AP-Sniper. Okay. Weil die relativ ähnlich viel Schaden machen. Ja. Aber der normale Sniper schneller nachlädt. True. Und wenn du zum Beispiel zwei Kanonen schießen auf eine Kanone und die hat drei Tore davor oder so, dann reicht der Schaden halt dafür, dass die Kanone so ein bisschen beschädigt ist und genau alle Tore weg sind. Aber dann hast du halt nichts mehr zu schießen und der Gegner ist aber offen und dann kannst du mit dem Sniper, der macht relativ viel Waffenschaden, du kannst eine Full-Life-Kanone mit 3 Hits killen und alles andere und Howitzer auch mit 3 Kills und alles andere mit 2 Hits. Laser mit 2 Hits? Laser mit 2 Hits, genau. Krass, okay. Und halt Gunner, andere Sniper, Flak und so mit einem. Ist auch gut to know. Sag mal so, auf richtig High Elo, wenn du hast vorhin auch das angesprochen mit Map-Control. Da haben wir auch mehrere Sniper dann, oder? Potenziell. Ja. Okay, eigentlich. Doch. Also ich hab. Ich, doch, 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 doch. Ja? Aber ich hab viel zu schlechte APM eigentlich für mein Level. Das sagst du so, bist bescheiden. Okay. freut mich sehr. War sehr nice. Vielen Dank. Das war perfekt, glaube ich, weil ich habe geschittet, dann haben wir drüber gesprochen. Und jetzt bin ich Rang 5477. Easy. Alter, die haben gute Ränge. Na gut, die spielen halt einfach aktiv. Mhm. Ja. Aber guck mal, Rang 5400, weil ich habe Rank gemacht, da sind deutlich Leute dazugekommen. Ich hatte einen viel besseren Rang. Ja. Krass. Okay, Leute. Ja, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt die Endcard. Verpisst euch. Tschüssi.